Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Wir wissen, dass die soziale Wohnungsbauquote nicht das alleinige aller Heilmittel darstellt, um die Verfehlungen und Unterlassungen in der Wohnungsbaupolitik der letzten 20 Jahre zu korrigieren. In dem Zusammenhang und an der Stelle darf ich hier nochmal daran erinnern, dass es 2003 die rot-grüne Bundesregierung war, die ihre 100%ige bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft GACFA schlicht und ergreifend für ein Appel und ein Ei an den amerikanischen Hedgefonds Fortress verscheuert hat. Jene GACFA, die dann 2005 in unserer Nachbarstadt Baunatal die Wohnungen der VW-Siedlung bzw. der ehemaligen VW-Wohnungsbau GmbH aufgekauft hat und im Laufe der Jahre so derartig verfallen lassen hat, dass dann sogar irgendwann der Bürgermeister Manfred Schaub auf den Plan getreten ist, ihm dann letztlich die Krawatte geplatzt ist und er in die Konzernzentrale nach oben gefahren ist und mal richtig auf den Putz gehauen hat. Das ist nur ein Beispiel einer völlig verfehlten Weichenstellung in der Wohnungspolitik. Wir wissen, dass zu wenig bezahlbare Wohnungen kein spezifisch Kasseler Problem ist. Wir wissen aber auch, dass eine Reihe von Städten und Kommunen sich letztes Jahr dem Problem angenommen haben und mit parteiübergreifenden Mehrheiten eine soziale Wohnungsbauquote beschlossen haben. Als Beispiel führe ich hier mal Frankfurt und Marburg an. Ich könnte noch eine Reihe weiterer Städte anführen, Düren, Freiburg und so weiter und so fort. In Marburg hat man eine Quote von 20%, 28 Wohneinheiten für Privatinvestoren verbindlich festgeschrieben. Die konservativ altehrwürdige FAZ beschrieb in einem Artikel vom 1.2.2016 die soziale Wohnungsbauquote sogar als alternativlos. Kritiker führen ja immer wieder das Argument ins Feld, dass eine solche Quote ein Mehr an Verwaltungsaufwand bedeuten würde. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall, weil man ja sonst mit jedem Investor einzeln verhandeln müsste und muss. Was halbgare Willensbekundungen wert sind, die noch nicht einmal schriftlich fixiert sind, zeigt sich exemplarisch am Beispiel Jägerkaserne. Eine Studie des Instituts Wirtschaft aus Köln, ich wiederhole, Institut Wirtschaft Köln, nicht der VEB Dach und Bau, hat sich mit der Wohnungssituation der 20 prosperierenden Städte, und dazu gehört Kassel ja dazu, befasst. Aus der Studie geht hervor, dass Kassel seit 2011 jährlich 1.300 neue Wohnungen fehlen, davon die Hälfte Sozialwohnungen. Wer es nicht glaubt, der lese auf der Seite des Instituts der Wirtschaft in Köln nach. Was wir in Kassel für die Zukunft dringend benötigen, ist eine städtische Projektgesellschaft, die sich losgelöst vom Tagesgeschäft ausschließlich mit der Konzeption und der Planung, Stichwort auch Verdichtung von Sozialwohnungen in Verbindung mit den öffentlichen Wohnungsgesellschaften und den hiesigen Genossenschaften beschäftigt. Und wir benötigen als einen weiteren Baustein für eine vernünftige und sozial ausgewogene Wohnungsbaupolitik eine